Was geht, Jungs? Nichts bei dir. Ist alles da? Ja. Was ist mit dir? Die erste Option war, dass ich mit Umut, nachdem ich das Drehbuch gelesen habe, war, dass ich ihm gefragt habe, ob es vielleicht möglich ist, dass ich in einer Gefängniszelle sitzen könnte, vielleicht für ein paar Tage. Danach waren wir bei einem Bewährungshelfer, bei einem echten. Der hat gemeint, dass das natürlich nicht möglich ist. Wie ich mich selber darauf vorbereiten habe können, war, dass ich eben auch aus einem Milieu komme, wo ich viele Leute kenne, die aus dem Gefängnis, die im Gefängnis waren, im Gefängnis sitzen oder aus dem Gefängnis neu rausgekommen sind. Und von denen habe ich auch ein bisschen was kopieren können wahrscheinlich. Das habe ich halt so in den Film hineingebracht. Ne? Der führt mich bitte, gib das raus. Ich und ein Freund waren im Park. Er hat mir halt erzählt, wie so in seiner Schule so irgendwelche Leute waren und halt gesagt haben, es gibt irgend so ein Filmprojekt und dass man dort 20 Euro kriegt. Und wir haben uns halt gedacht, okay, gehen wir hin, nehmen wir diese 20 Euro und gehen wir einen schönen Tag machen. Wir sind hingegangen. Also es gab erstmal keine 20 Euro, sondern die haben uns gesagt, die rufen uns dann in 4 Wochen an. Und also eigentlich durch Zufall ist das alles passiert. Was ist los, ey? In dieser Welt tun die Dinge, die wir lieben lernen, einen immer so weh. Es gibt bestimmte Phasen bei der Figur von Ertan, wo ich schon sagen kann, die kenne ich auch persönlich von meinem Leben. Ich würde sagen, der Aspekt, dass er halt Rapper ist, ja, also Rapper war, bevor er ins Gefängnis gekommen ist, hat mir vielleicht sehr viel geholfen, mich in die Figur auch hinein zu versetzen. War dicker als sein Schulbuch. Ich gab schon damals eine Fick auf die Schulung. Diese Person, also dieser Michael im Film, er ähnelt mir in ein paar Sachen, wie zum Beispiel Straße, schlechte Umfeld, schlechte Freunde, beziehungsweise Umgebung von Leuten, die was mit Drogen zu tun haben. Ja, in der ersten Szene, die Margarete Thiesel hat mich gefragt, ob sie mich jetzt wirklich schlagen soll oder ob wir das vielleicht so tun sollten, als ob. Es lieber habe, wenn ich drehe, dass alles authentisch ist, also je authentischer, desto besser, habe ich ihr gesagt, dass sie auf jeden Fall richtig zulangen soll. Und also die Watschen haben dann auch wirklich wehgetan.